Traumprogramm, das wir für Sie zusammengestellt haben. Und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen heute war, wo immer Sie uns sehen, aber hier in Köln strahlendes Frühlingswetter und es ist die Zeit, ich darf das sagen, liebe Naturfreunde, Sie wissen, Naturschutz steht bei uns im Programm der Show ganz oben. Es ist die Zeit der Krötenwanderung. Fahren Sie ein bisschen vorsichtig, achten Sie auf die kleinen Tiere und wann immer sich eine Gelegenheit bietet, vielleicht tragen Sie auch mal eine Kröte über die Straße. Die Grünen, die das machen, erkennen Sie übrigens an den Armani-Gummistiefeln. Liebe Ökos, ja, ich muss auch sagen, liebe ökologisch bewegte junge Menschen, nicht alles in einen Eimer packen, was mit großen Warzen daherkriegt. Ja? Vielleicht ist es Ralf Siegel auf Brautschau. In Lettland hat man jetzt eine süße, sympathische Rentnerin vorübergehend festgenommen mit, man glaubt es kaum, 3,7 Kilogramm Marihuana. Ja. Und wissen Sie, was die liebe Oma mit dem Marihuana machen wollte? Maulwürfe killen. Nicht wie unser eins, nachts warten, bis er rauskommt, dann mit dem Spaten drauf. Ja. Was habe ich nicht schon Tonnen heißes Öl reingekippt in die Löcher? Das ist nichts. Diese Tiere sind ja so schlau. Im Kampf Mensch gegen Maulwurf, ja, ist der Mensch einfach, oder so Flaschen draufgestellt, so leere Mineralwasserflaschen, dann hieß es irgendwie, dann ersticken die. Das klingt alles brutal, aber stellen Sie sich diese Verletzungsgefahr vor, wenn Sie in den Garten gehen, diese Maulwurfslöcher, die graben ja alles um. Gut, das ist seine Art, aber das kann man nicht brauchen. Ja? Und diese Oma hat 3,7 Kilo Marihuana, wollte die im Garten verteilen und die Polizei wurde aufmerksam, als die ersten Maulwürfe in Lettland auf dem Hügel standen und angefangen haben, Musikvideos zu moderieren. Die Oma hatte auch einen Papagei und den hat sie auch gefüttert mit so Cannabis-Samen. Und kurz darauf sprach der Papagei Holländisch. Helmut Schallet and the Klingelpütz Band. Meine Damen und Herren, haben wir großartige Gäste. Wir haben zum einen den erfolgreichsten deutschen Regisseur, letztes Jahr für den Oscar nominiert, für Buena Vista Social Club. Und gestern hat er seine neue Produktion Premiere, nämlich ein Porträt, ein halbdokumentarischer Film über die Entstehung von BAP. Heute wieder bei uns Wim Wenders. Wir haben einen Überraschungsgast. Ein Überraschungsgast, ich verrate Ihnen noch nicht so viel, aber er lebt davon, dass seine Aktionen überraschend kommen und Sie werden begeistert sein. Ein lieber Freund unseres Senders und zum ersten Mal heute Abend bei uns, dazu gleich mehr. Jetzt erst das Klassenbuch. Sie wissen, PISA, muss ich mehr sagen. Wir haben uns entschlossen, mit Beginn dieser Woche auch hier Klassenbuch zu führen, um einzutragen, was thematisch behandelt wurde, ja. Auch falls Eltern sich beschweren. Immer mehr Eltern von Mitarbeitern beschweren sich bei uns, sagen, mein Sohn wurde schon wieder in der Show was gefragt, was nicht behandelt wurde. Briefe von Anwälten. Meine Tochter war lange krank, dann hieß es Hefte raus, als sie kam. Ja? Da muss man sich schützen. Heute ist Donnerstag. Ja. Oder wie wir früher gesagt haben, der ganze Tag und abends mit Beleuchtung. So als Scherz, sagen wir, ist heute Donnerstag, ja, der ganze Tag und abends mit Beleuchtung. Ein bisschen abgestandener Witz schon damals gewesen, aber in der Not hat man ihn immer wieder bam, rausgezogen. So, Thema heute war Maulwurf und was war das zweite? Dings Marihuana. Ja, der Maulwurf gehört dazu Marihuana? Ja, Kröten, genau. Kröten. Gerade mal 10 Minuten vorbei, schon weiß ich es nicht mehr. Außerdem Wim Wenders und natürlich Razzia bei der Kölner SPD. Dazu kommen wir gleich noch.
Aber schon mal der Satz des Tages. Franz Münti Müntefering hat gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass SPDler sowas machen. Viele glauben, auch von Petting kann man nicht schwanger werden. So. Das Buch bleibt hier in Reichweite. Damit keiner glaubt, ja, er könnte mich stören. Dann, wir kommen gleich zu unserer Umfrage aus dem Publikum. Nein, ja. Ich mache erst, soll ich erst den Brief machen oder erst die Umfrage? Was ist besser? Na, erst den Brief. Erst den Brief, ja. Denn der Brief, meine Damen und Herren, es hat uns ein Brief aus der, Zentralkomitee der ja. FDP? Aus der Führungsspitze, aus dem Thomas-Dehler-Haus. Aus dem Thomas-Dehler-Haus der FDP, meine Damen und Herren. Hier schreibt nicht irgendwer, sondern hier schreibt das Mitglied des Deutschen Bundestages, Rainer Brüderle, stellvertretender Bundesvorsitzender der Freien Demokratischen Partei Deutschlands, hat uns einen Brief geschrieben. Schauen Sie, sehr geehrter Herr Schmidt. Das kann ich nicht lesen auf diesen Abstand, zeig es mir näher. Halt! Wie Sie schon Ja zu deutschem Wasser gesagt haben, sagen Sie doch nun einmal Ja zu deutschem Wein. Ich lese es jetzt so vor. Ne? Sie haben ja gesehen, der Brief ist echt. Und mit großem Interesse verfolge ich Ihre Bemühungen, die deutsche Trinkkultur in Ihrer Sendung zu pflegen und zu fördern. Hicks. Dabei ist mir natürlich nicht entgangen, dass Sie sich bereits vom Wasser dank tätiger Mithilfe von Herrn Andrack zum Bier emporgearbeitet haben. Das ist ja schon ein bedeutender Schritt, aber auch dieser beachtliche Fortschritt lässt sich noch steigern, zum Beispiel durch einen guten Wein aus Deutschland. Hier scheint mir, gibt es in Ihrer Sendung Nachholbedarf. Dies kann dem von Ihnen erhobenen Anspruch, die Sendung von Bildung, Kultur und Politik zu sein, nicht gerecht zu werden. Das finde ich vor allem angesichts der jungen, dynamischen und zunehmend liberalen Zielgruppe Ihrer Sendung sehr schade. Er meint damit die steigenden Wahlergebnisse. Ja. Hier, für die FDP. Aber wahrscheinlich von der FDP gesteuert. Würde mich nicht wundern, wenn die FDP jede Menge FDPler hier reinsetzt, Wirtschaftsbosse und so weiter jeden Tag. Denen die 8 Euro gibt für die Karte, ja. Schwarz mit Spendenquittung und sagen, stimm mal FDP bei dieser Umfrage jeden Tag. Das älteste Kulturgut ist nun mal der Wein. Ich möchte deshalb einen nachhaltigen Beitrag zur kulturellen Weiterentwicklung Ihrer Sendung leisten und lade Sie zusammen mit Herrn Andrack gern zu einer Weinprobe mit deutschen Weinen ein. Rainer Brüderle, super. Stellvertretender Parteivorsitzender. Das sind Politiker, die ein Gespür haben, was der Wähler möchte. Wir können aber nicht irgendwo hinfahren in die Rheinland-Pfalz. Herr Brüderle, kann ich mal hierher kommen? Wir laden ihn ein. Ja, Herr Brüderle, kann man hierher kommen mit einem Korb voller Weine? Aber erst nach Ostern, wenn ich wieder richtig saufen darf. Genau. Ja. Und dann kommt Herr Brüderle, der ordentlich was wegschlucken kann, ja, glaube ich. Und ich bin gespannt, wie ihm das heutige Wahlergebnis schmeckt. Heute wahlberechtigt 262. Gültige Stimmen 250, Wahlbeteiligung 95,4% hatten wir, glaube ich, noch nie. Sensationell. 95,4% bei unserer Frage, wenn morgen Bundestagswahl wäre, welche Partei würde unser Studiopublikum wählen? Es entfielen auf die CDU-CSU 25,2%, auf die SPD 32%, auf die Grünen 18,8%. Rekordergebnis für die Grünen hier bei uns. Nein, gestern hatten die 28. Aber gestern hatten sie 28. Aber ja, also ist viel. Immer. Sensationell. Die sympathische Friedenspartei, die unsere Wurst wieder sauber gemacht hat. Die sich konsequent gegen militärische Aktionen wo auch immer stellt. Das wird belohnt. 18,8%. FDP 16,8%. Tja, vielleicht den Schluck direkt aus der Flasche, Herr Brüderle. Denn das sah schon mal besser aus. Ja? Und PDS 7,2%. Oh, ein neuer Trend. Oh. Winke, winke. Das heißt, der neue Trend, die Grünen stark auf dem Vormarsch. Ja. FDP zwar immer noch auf hohem Niveau, aber mit leichter Tendenz nach unten. Und PDS kommt langsam, aber stetig. Absolut. Absolut. Das heißt, es könnte für Kanzler Schröder, wenn es so wäre, hätte er jetzt natürlich eine super komfortable Mehrheit. Ja. Mit 50,8. Aber es könnte, ja, das würde er jeden Fall. Und er könnte die Grünen noch erpressen mit der FDP, weil der, mit denen kann das ja auch machen. Die Grünen raus und mit der FDP? Ja. Ja, aber wieso? Das wäre eine Minderheitenregierung.
48,8%. Ja. Ja, würde CDU, FDP und PDS könnten alles ja, aber blockieren. Die CDU macht doch nichts mit der PDS zusammen. Wieso das denn nicht? Da finden wir schon eine Erklärung, warum das dann auch möglich ist. Bisher hieß der Satz ja immer, wenn es opportun erscheint, machen wir das durchaus auf kommunaler Ebene, wo es angebracht erscheint. Und dann wird es irgendwie heißen, es ist an der Zeit, alte Gräben zuzuschütten. Und es ist nach meiner Vorstellung ein sinnvoller Versuch, die PDS in das demokratische Spektrum stabil einzubinden, indem wir sie gezielt bei großen Ereignissen und Sachzwängen, die auch unsere amerikanischen Freunde von uns erwarten, darum bitten, in unserem Zimmer abzustimmen. Ja, ja okay. So in dieser Art. Oder Finger hoch, Merz und noch diese Hilfe, ich brauche keine Luft mehr gegen. Und dass der überhaupt noch Luft kriegt, dieser Merz. Mit diesen Krägen, der zieht hier unten so durch. Das ist so ein kleiner Druckknopf. Kann man aber abends dann beim Kegelarm aufmachen und wirkt locker. Sozusagen. Morgen starten. So, ich sage es, falls Sie sich heute zum ersten Mal in unser Kulturprogramm einschalten. Herr Andrack trinkt seit geraumer Zeit jeden Abend ein anderes Bier, zurzeit alkoholfrei während der Fastenzeit. Er wird ca. 5000 verschiedene Biersorten hier in den nächsten Jahren trinken, um der etwas schwächelnden deutschen Bierindustrie auf die Beine zu helfen. Welches Bier ist es heute? Heute dann doch zu Ehren von Herrn Jauch, ein Krombacher, alkoholfrei. Ja, unser lieber Freund Günther Jauch, der einen Werbevertrag demnächst abschließen wird mit Krombacher für, wenn man der Presse glauben darf, 10 Millionen Euro. A, B, C, D. Ohne Joker, X. Krombacher. Wir kriegen dafür kein Geld. Nein. Von keinen Konten aus der Schweiz. Nein. Keine Spendenquittungen, nichts. Nein. Wir bauen keine Mülldeponien, gar nichts. Nein. Wir trinken einfach Krombacher Bier, weil wir sagen, Glückwunsch, Günther Jauch. Und wir beneiden ihn auch ein bisschen um diesen Vertrag, oder? Also ein bisschen, also positiv beneiden. Nicht jetzt dieses Hämische oder so, aber so ein bisschen, also 10 Millionen Euro. Schon eine ganze Menge Knete. Das ist sehr viel. Aber ich kenne einen Mann, für den das sozusagen Portokasse ist. Willi Weber. Oh ja. Willi Weber, Sie wissen, der Manager der Schumacher-Brüder, der mit 20%, glaube ich, bei allem, bei jedem Marmeladeglas, was Schumi verkauft, beteiligt ist. Und das Tolle ist, heute schlage ich hier die Süddeutsche Zeitung auf und da fällt diese tolle Broschüre raus, die Kraft der Werbung. Das ist, glaube ich, eine Werbebroschüre, in der die Werbung für Werbung macht. Ja? Genau das Richtige für uns. Und da entdecke ich etwas Tolles. Es gibt eine Programmbeilage in Ihren Tageszeitungen. Hier ist es zum Beispiel Prisma oder BWZ. Ja. Ja? Und in Baden-Württemberg ist das IWZ. Und wir vom Fach sagen nicht Programmbeilage, sondern Supplement. Herr Andrack sagt Supplement. Ja, oui. Je nachdem, in welcher Besatzungszone Sie aufgewachsen sind. Ja, Supplement. Und dann IWZ. Ich kenne IWZ, weil in fast ganz Süddeutschland liegt die IWZ dabei. Und Willi Weber liest auch IWZ. Und er hat sich dafür zu Hause fotografieren lassen. Und das ist toll, weil es sind drei Rubriken. Schauen Sie hier. Erstens zu Hause bei Willi Weber. Das ist bei Willi Weber zu Hause. Schauen Sie sich das an. Wenn man mich bei mir zu Hause fotografieren würde, ich würde in Puschen und im Schlafanzug rumsitzen. Ja? Unrasiert und du würdest auf dem Foto riechen, wie ich stinke. Ja? Schau dir bitte Willi Weber an. Schau dir Willi Weber an. First Class, das ist ein 5.000-Dollar-Anzug. Keine Falte, nichts. Frisch geputzte Schuhe. Hier, Fernbedienung griffbereit. Für einen Schwaben ungewöhnlich, mit Schuh auf den gelben Teppich. Ja. Hinten die Helme, nehmen an, der Schuhmacherbrüder. Und von anderen zum Teil noch mit den Köpfen drin, glaube ich. Ja. Und hinten Kunst. Das ist der Times Square. Ja. Glaube ich schon, ja. Mhm. Kennst du den Künstler?
Nein. Tolles Bild, der Times Square, aber verfremdet, also fotorealistisch. Fotorealistisch, Pop-Art angelehnt. Tolles Bild, war mit Sicherheit nicht billig. Dann heißt die zweite Abteilung der Fernseher von Willy Weber. Auch dahinter eine Grünplatte und natürlich laufen da den ganzen Tag die Schumi-Brüder. Ist ja klar. So einen Glastisch hatte ich übrigens auch mal. Echt? Ja. Oh, Flecken. Die sind sehr, sehr heikel. Da siehst du jeden Tapser. Ja. Ja. Und das Heikle ist, wenn du umziehst, diese Glasplatte wird von so Gumminoppen auf dem Alugestell, auf dem Chromgestell gehalten. Und die musst du panisch sammeln. Die gehen ganz schwer raus. Da reißt ja meistens der kleine Stöpsel unten ab. Dann kriegst du es nicht wieder rein. Ja. Und du verlierst die dann. Dann hast du nur noch von 8 irgendwie 5. Gumminoppen und dann wackelt diese Glasplatte. Also, es macht ihn absolut wahnsinnig. Aber Willy Weber zieht natürlich nicht um. Er hat sein Zuhause gefunden. Und die dritte Kategorie, ach so, hier, zeig mal das Bild noch da hinten. Das ist ein, wenn ich das richtig sehe, Miro. Ja. Echt, da habe ich keinen Zweifel. Mit Sicherheit. Ein echter Miro, auch in einem schönen Rahmen. Wahrscheinlich spezial eingepasst, oder? Hab Miro auch schon so ganz einfach so in so einem Passepartout hängen sehen oder irgendwie ganz ohne Rahmen, ist nichts. Das macht natürlich schon was her. Und jetzt hier, schauen Sie wieder das dritte, meine Damen und Herren. Das Programmsupplement von Willy Weber. Mhm. Weil das fragt man sich ja. Das ist die Wohnung, das ist der Fernseher, das Programmsupplement. Willy Weber ist nur einer von über 3 Millionen anspruchsvollen Zeitungslesern, die sich Woche für Woche auf ihre IWZ freuen. 3 Millionen. Was heißt denn dieses kleine Sternchen da dran? Was ein Stern? Anspruchsvoll geschätzt von der Redaktion oder was? Hier hinter Millionen. 3 Millionen anspruchsvollen Lesern. Ich habe es auch gelesen, aber ich bin nicht anspruchsvoll zum Beispiel. Ist das Sternchen nicht irgendwo aufgeklärt? Unten drunter? Ist das unten irgendwo aufgeklärt? Nö. Nee. Merkwürdig. Auf jeden Fall liegt bei Willy Weber die IWZ mit einem Schlauchboot, wo gerade aus dem Wasser rauskommt. Ja. Darunter das große Michael Schumacher Heft. Ja. Und dahinter Davidoff Nummer 2 Zigarren. Alles vom Feinsten. Miro an der Wand, Davidoff auf dem Schreibtisch, IWZ auf der Glasplatte. Welcome to the world of success. Toll. Find auch toll, dass Willy Weber einen Teil des wirklich Vermögens, was er gewonnen hat und verdient hat, in Kunst investiert. Ja, eben. Ich kann mir das nicht leisten. So, was kostet so ein Miro? Aber über 1 Million. Aber über 1 Million. Der ist nicht billig. So, jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zu unserer großartigen französischen Kollegin Madame Nathalie. Und Nathalie macht wirklich eine steile Karriere hier in unserer Sendung. Mittlerweile wird sie als Moderatorin eingeladen. Und zwar der neue Asterix ist gestartet mit Gérard Depardieu. Und sie hat diese Präsentation in Hamburg moderiert. Und es war das Begegnen zweier Menschen, die sich gesehen haben und auf Anhieb verstanden. Frankreich trifft sich in Hamburg. Ein kleiner Bericht. Herzlich willkommen, Madame Nathalie. Bonsoir. Du warst in Hamburg, ja, bei der Präsentation für Asterix in Deutschland. Asterix und Cleopatra? Ja. Ja, aber für die Präsentation. Für Deutschland, ja, genau. Ja. Und du hast Monsieur Depardieu interviewt? Ja. Und das Tolle ist, du hast ihn auch hinter den Kulissen kennengelernt. Genau. In einem Hotelzimmer? Ja. In eine Suite, selbstverständlich. In eine Suite, Messieurs, Dames. Oui. Also du musstest auf der Bühne vor Journalisten, ja? Ja. Ihn ankündigen. Und auch normale Zuschauer. Normal. Ja, warst du aufgeregt? Ich war mehr aufgeregt von Gérard Depardieu, aber ich hatte die vorher gesehen, auch mit Monsieur Alain Chabat. Wer ist das? Der Regisseur. Aha. Und er spielt César in der Film. Ah ja. Und war Frau Bellucci auch da? Nein, leider nicht. Schade. Enfin, für mich, das war besser, dass... Aber für uns wäre toll gewesen. Ja, genau. Für euch, ja. Sie ist sowieso verheiratet übrigens. Ja, wir wollen ja nichts von ihr. Wir hätten sie ja nur gerne angeschaut. Ja, ja, genau. Ja. Sie ist verheiratet auch mit einem Schauspieler? Ja, mit einem Schauspieler, einem französischen Schauspieler, der ziemlich...
Es liegt nicht, aber er hat eine sehr besondere Figur, Gesicht. Aha, aber er hat wahrscheinlich Esprit, Charme, Witz. Genau. Célèbre raison pourquoi. Oui. So, jetzt, meine Damen und Herren, du hast es aber toll gemacht. Wir zeigen mal erst, bevor es in die Suite geht, wie Nathalie Monsieur Depardieu auf der Bühne präsentiert hat, in Hamburg. Alors, ich würde mich nie erlauben, einen Qualifikativ über diese Person zu sagen. Sie wissen alle, wer er ist. Er ist einfach Monsieur Gérard Depardieu. Ah. Ich werde ihn fragen, ob er nicht ein bisschen pikiert ab und zu. Man vergleiche ihn zu Obelix. Ob es ist für ihn eine Beleidigung oder nicht. Monsieur Gérard Depardieu, j'ai entendu dire qu'il arrivait parfois à certaines personnes de vous comparer à votre personnage Obelix. Est-ce que ça vous irrite? Ah non, pas du tout. J'adore Obelix. I love Obelix. Pourquoi? Pardon. Because I love the meat. And I love the people to play with them. Okay. So jetzt, wenn Sie erlauben, Sie sind ganz nett offensichtlich. Ich werde mich eine kleine private Frage erlauben, weil ich bin andauernd gequält über Leute, die meine Nase kritisieren. Und Monsieur Depardieu ist ein großer Spezialist von Nase. So, ich möchte gerne ihn fragen, was er von meiner Nase hält. Monsieur Gérard Depardieu, j'ai une question un petit peu personnelle à vous poser. Voilà, dans mon entourage, il y a plein de personnes qui font des critiques sur mon nez. Oh. Oui, regardez. Oh, il est très bien, il est magnifique. Il est magnifique. Ça, il est super jeune. Il est un sphinx. Un sphinx. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il faut que je me fasse opérer? L'Oben Sie, dass ich mich opérer hat, lassen muss? Mousse? Mousse, nein. Wenn das deine Eltern sehen. Ja, ich werde die Kassette. Kassette muss ein Foto. Ui. Ein tolles Gefühl, oder? Mit dem größten Star von Frankreich. Ja, ich hatte das Gefühl, du weißt, man weiß nie. Vielleicht werde ich nie in einem Film mit Gérard Depardieu spielen. So, ich habe mich gesagt, ich werde mich selbst eine kleine Rolle suchen. Ja, das war sehr charmant. Und dann habt ihr euch vorher getroffen in der Suite, ja? Genau. Da habt ihr besprochen, was ihr machen wollt? Ja, das war ein bisschen, um mich zu... du weißt, dass ich nicht so viel Angst hatte. Ich hab mich gesagt, es ist besser, dass ich die beiden ein bisschen vorher kennenlerne. Ja. Und das ist die Gelegenheit, sich ein bisschen zu... Und das war ganz nett. Und meine Damen und Herren, streng dokumentarisch gefilmt von uns. Und Sie merken, wie es flirrt in dieser Atmosphäre in der Suite. Hola! Ce soir, on va se voir avec une demoiselle. Tu veux que je m'en aille? Ah non, pas du tout, maman. C'est sûr, hein? On est en train de parler de vous, si ça vous dérange pas. Ah bon, alors je m'en vais, je sais. La bouteille, il ne faut pas la perdre. Voilà. Attends, je t'attends dehors? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te demande? Mais non, je lui ai demandé, il ne veut pas m'aider. Stopp mal bitte, hast du das gesehen? Hast du gesehen, wie Depardieu Wasser trinkt? Geil, ne? Geil. Können wir das nochmal sehen? Ich gehe davon aus, dass er jede Flasche so ansetzt, egal was es ist. Hier, so trinkt ein Weltstar Wasser. Nicht dieses leicht tuntige Rumgezirpe hier mit dem Gläschen, sondern boah! Ja. So, weiter bitte. No. C'est pas la peine, pourquoi tu vas te faire. Tu vas te. Si tu causes, si tu poses des questions comme ça. C'est marrant, tu ressembles à Catherine Clément, je te l'avais déjà dit. Non? Ah, stop. On s'est jamais vu. Stop, bitte. Catherine Clément, wer ist das? Ja, ich wusste auch nicht. Ich wusste es nicht, aber ich habe mich nicht getraut zu fragen. Ich wollte. Hein? Und es ist eigentlich eine Schriftstellerin, ja? Ziemlich bekannt in Frankreich. Ja. Und ich hatte per Internet nicht die Foto gefunden, aber Manuel hat die Foto gefunden. Manuel hat das Foto gefunden. Es ist eine sehr bekannte Schriftstellerin in Frankreich. Und Gérard Depardieu fühlte sich durch dich sehr an sie erinnert.
Madame Catherine Clément. Sie ist bestimmt eine tolle Frau. Merci, Gérard. Merci, Monsieur Depardieu. Nee, aber sie ist ein bisschen Philosoph. Ja. Aber ich dachte, wenn ich die Foto gesehen habe, ich habe mich gesagt, ich habe falsch gehört. Er hat wahrscheinlich gesagt, du lass mich erinnern an Madame. Hein? Ja. Und nicht, du bist ähnlich. Aber nein, nein. Er hat doch gesagt, dass ich ähnlich bin. Er hat es wahrscheinlich auf jeden Fall gemeint. Ich weiß es nicht. Ja? Ja. Schauen wir bitte weiter. Non, on s'est jamais vu. Tu traduisais le... Non, non, non. Quand vous êtes venu dans le show, j'ai dit 3 mots d'allemand. Non, non. Si tu dis ouais. ce qu'il y a à dire, ça va sentir la question préparée. Non, il faut te laisser aller devant le public. Ouais, il y a 1000 personnes. Et alors, c'est ça la peur. 1000 personnes, je vais t'en faire un. Ça, voilà, c'est ton. Ça, voilà. Tu vas t'évanouir et nous, on sera là. Oh, elle est évanouie. Allez. Non, mais c'est pas grave, personne, parce qu'autrement tu vas répéter les choses. Non, non, je vais pas répéter. Et après, tu vas t'apercevoir que tu vas te dire, oh merde, on aurait mieux fait de prendre le monde. Tiens, là, tu veux tout oublier, il a raison. Tiens. Comme tu veux. Non, non, mais j'oublie pas. Oh, génial. Ils sont liés ou pas, ça. Quoi, fais voir. On va en prendre d'autres, viens voir. Aber das ist toll. Das ist toll. Und weißt du, was für mich das Faszinierende ist, wenn so Franzosen miteinander reden, ja? Es hat gleich so eine ganz andere Lässigkeit, wie du da liegst auf diesem Kanapé, ja? Und wie er redet. Es ist wie in so einem französischen Film. Ja. Ist toll. Wart ihr noch essen hinterher? Nee. Er musste gleich weg, wahrscheinlich. Ja, er sollte mit den wichtigen hamburgerischen Leuten essen gehen. Aha. Hm. Wer soll das gewesen sein? Aber sonst... Aber, oh doch, danach ich war in die Partie und ich habe jemanden kennengelernt, das ich schon in Gala gesehen habe. Wen? Er ist ein Prinz oder so, weil er hat auch Prinz in Deutschland. Ernst August? Ein Prinz, ein bisschen... Hat er dich verprügelt? Nee. Wer nee, war nicht das? Der Mann von Nein, Gala. Nicht der. Weiß man nicht, wer war. Er hat eine runde Gesicht. Ja. Ein bisschen so, ja. Super runde Augen, ja. Und ein bisschen so die Augen. Ach, das ist, glaube ich, der von der Prinzessin aus Schaumburg. Ja, ich glaube schon. Ja, wo sie abgehauen ist. Ja. Also man, beziehungsweise man hat sich getrennt und ist Freund geblieben. Ja. Ja, ja, so es gab einen. Frau ist weg, da geht man halt in Asterix. Ja, ja. Ja, und übrigens, ich werde trotzdem sagen, weil der Film ist super gut, weil ich habe Vormittag der Film gesehen auf Deutsch. Und es ist super lustig. Du musst unbedingt es besuchen. Absolut, aber erst, wenn ich wieder in Amelie war. Okay. Merci beaucoup, Madame. A bientôt. Madame Nathalie, meine Damen und Herren. Und jetzt, meine Damen und Herren, zu einem ernsten Thema für unsere schöne Heimatstadt Köln. Razzia heute in den Büros der SPD hier in Köln. Der Sumpf weitet sich aus. Was gibt es Neues vom Kölner Spendensumpf? Oh, hier passt der neueste Stuss. Prima, prima, Klüngelnuss. Jung, da nichts falsch rum, du siehst so aus wie Wilhelm. Super. Obwohl das normalerweise der Comedy-Einstieg ist, dass der Bart falsch rum anklickst. Ja. Da komm ich raus, dann fällt aber ab. Guck mich mal an. Mein Bart. Was war heute los in unserem schönen Köln am Ring? Also, Razzia. Echt? Ja, und zwar, das ist neu für Köln, ohne dass vorher angerufen wurde. Oh. Ja. Hier.
ist das nicht die Firma von der Olli Bierhoff? Ja, und die tun die Leverkusener sponsern. Ja, und was haben die jetzt damit zu tun? Die tun auch Klüngelungen mit dem Trinnekens. Wie Klüngelungen mit dem Trinnekens? Ja, einfach Klüngelungen. Ja, was heißt Klüngelungen? Ja, die hängen zusammen. Ja, aber die geben die Geld oder was machen die? Ja, irgendwie. Ja, woher weißt du denn das alles? Ja, aus der Süddeutschen. Ja, ist das sicher? Ja, klar. Woher will der Süddeutsche denn das wissen? Ja, die wissen alles. Die wissen alles? Ja. Die wissen einfach so alles? Ja, normal. Dann schreiben die auch alles. Die schreiben alles, was sie wissen. Ja, ja, normal. Also der RWE hängt da auch irgendwie mit drin. Was? Wer? RWE! Ja, normal! Ja. Ja. Sprichst kein Deutsch, oder was? So, hier. Das ist das Bärbelsche. Das Bärbelsche hat dem Süddeutschen ein Interview gegeben. Was denn für ein Interview? Ein Interview. Der hat sich gesagt, der Antwerpes, ich weiß es nicht. Halt mal! Der Antwerpes, den kennen wir vielleicht nicht außerhalb von Köln. Das ist der Antwerpes. Das war mal Regierungspräsident von Köln, war ein guter Mann. Oh, ein fleißiger Mann. Nachts um vier auf der Autobahn gestanden, LKWs angehalten, Fahrer rausgezogen, links, rechts einen hinter der Ohren, Führerschein abgenommen. Alles der Antwerpes gemacht. Eine Talkshow. Talkshow. Mit dat Amado. Mit dat Amado, Mareike. Ja. Hallo, was vergleich ich du nicht gleich? Du kleine Wunderbrombe, bist Madonna? Haben die beiden Füße Nörsche, oder? Nein. Malörsche? Nee. Hat Antwerpes Geld gekriegt? Ja, das Frau Höhn weiß nicht, warum der immer so für das Müllverbrennungsanlage war. Nee. Was denn der Antwerpes war für eine Müllverbrennungsanlage? Oh, und wie? Wieso, der ist so verheiratet? Ja. Ja, das ist Humor. Ja, normal. Hör mal, lieber Jutta, 5 Uhr wie eine Pointe ausgelassen. Ja. War ja in dem Sinn gar nicht lustig, aber der Lück kann gelacht. Ja. Ne? Wenn gelacht wird, dann ist recht. Also, so, jetzt haben wir Ende, haben viele gesagt, oder Wetter, den gibt es noch. Bernhard Worms. Ja. War auch mal ein großer Mann in der CDU. Ist immer noch ein großer Mann in der CDU, aber keiner weiß es. Nee, dann ja. ist der Pulheimer Strippenzieher. Was, Pulheim? Der Pulheimer Strippenzieher, so steht in der Süddeutschen. Hier, Pulheim, hier bei Köln? Pulheim, ja. Was, Pulheim, da wohnt der Worms? Ja, und der Rüttgers, der ist der Singe Ziehsohn. Na, wat denn? Ja. Wer ist wem seine Ziehsohn? Ja, der Rüttgers, dem Worms, Singe Ziehsohn. Der Rüttgers, dem Worms, Singe Ziehsohn? Ja, normal. Ist er nicht älter als der Worms? Nee. Ist ja auch Wurst. Ja. Politisch. Was hat der Worms, da steht hier, der Worms ist die Geheimwaffe vom Trinnekens im ewigen Kampf um den Müll. Nee. Ja. Das hab ich nicht gewusst. Trinnekens, der Müllkönig von Köln. Ja. Wenn der was plant, ruft er den Worms an und sagt, Worms, du bist meine Geheimwaffe. Ja. Geh mal raus und sagst, dir glaubt sowieso keiner. Dann geht der Worms. Sympathisch ist es nicht, muss ich sagen. Super Typ. Sieht nicht aus, wie einer was Leid trinkt. Wieso muss ich jetzt wieder an eine Romikaschu denken? So, jetzt. Ihn haben wir gestern schon gehabt. Wer ist das? Wie heißt der eigentlich? Ach, das ist der, ich weiß es auch nicht. Manfred Bitschiste. Bitschiste? Bitschiste. Ist das sein richtiger Name oder der Deckname? Nee, der hieß schon immer so. Ich habe gehört, der war Mathelehrer und ein ganz schlechter dazu. Was, ein Mathelehrer? Eine schlechte Mathelehrer. Hier, eine schlechte Mathelehrer? Eine schlechte Mathelehrer in Köln. Der Bitschiste, der Ex-Schatzmeister von der SPD Köln, war eine schlechte Mathelehrer hier in Köln? Ja, echt? So eine richtig schlechte Mathelehrer an einem Kölnischen Gymnasium? Ja, normal. Ja, was denn mit der echten Schüler als schlechte Mathelehrer vorne hier standen? Ja. Donnerwetter. Ja. Haben Sie ihn rausgeschmissen? Nee. Nee. Jetzt ist er wieder schlechter Mathelehrer. Ja. Jetzt hat er zig. Ja, und er ist der ärmste Sau im ganzen Viertel. Oder? Norbert Rüther. Zurückgetreten, Fraktionschef. Gibt's was Neues von ihm? Nee. Wir halten Sie auf dem Laufenden, meine Damen und Herren. Das geht doch weiter. Das wird noch eng für den Kanzler. Oh, hier passt der neueste Stuss. Prima, prima, Klüngelnuss. Herzlich willkommen, Wim Wenders. Ist das richtig halb historisch? Es ist die Geschichte der Band, ja, mit Spielfilmszenen halb richtig gemixt. Ja. Ist mir eine große Ehre, nach der Nathalie hier sitzen zu dürfen. Wirklich? Ja.
Hat sie gut gemacht mit der Partie, ja, ne? Ich wollte sie noch fragen, was sie von meiner Nase hält. Ja, das geht, aber das sind ja drei ganz unterschiedliche Nasen. Die von der Partie, ihre und... meine und wächst immer noch. Ist das so? Wirft sie teilweise Schatten beim Dreh, oder wie? Aber sie kommen gut in der Kamera. Viele Regisseure kommen ja nicht so gut in der Kamera. Aber ich habe gestern oder vor zwei Tagen dieses Making-of gesehen. Und in dem Video, wo wir gleich einen Ausschnitt zeigen, sind sie auch drin. Ich finde, sie kommen gut als Schauspieler. Ja, das muss ich mir merken. Ja, hat sie das nie gereizt? Wechsle ich die Seite nochmal. Ich habe schon mal vor der Kamera gestanden, aber ich fand es einfach viel langweiliger. Wirklich? Ja, ist nicht so gut. Dahinter ist besser. Was ist eigentlich das Tolle am Regieführen? Dass man so viel darf auf einmal. Also, dass man was mit Schauspielern zu tun hat und Autoren und mit Musikern, Komponisten, Architekten, dass man viel reisen darf. Im Grunde ist man eher Reiseführer. Besserer Reiseleiter. Sie machen jetzt ein Projekt, das ich sehr, sehr interessant finde, zusammen mit Martin Scorsese. Sechs Teile, ja? Sieben. Sieben Teile, die Geschichte des Blues. Ja. Ja. Führen Sie da Regie oder sind Sie nur der Produzent? Ich mache einen der sieben Filme. Die Firma Rotmus in Berlin ist Co-Produzent davon. Das Ganze hat der Martin Scorsese initiiert und hat mich eingeladen, einen der Filme zu machen. Hat er Sie angerufen? Er hat mich mal nach New York gebeten. Da sollte ich doch mal vorbeigucken. Haben Sie ihn da zum ersten Mal gesehen? Nein, ich kenne ihn unter zwielichtigen Umständen. Nämlich? Ich habe ihn das erste Mal getroffen, habe ich nur seine Beine gesehen. Da bin ich angehalten, weil da stand ein Auto am Wegesrand und da hingen zwei Beine hinten raus und ein Mädchen saß drin und die war schon ganz gelangweilt, weil nichts irgendwie laufen wollte. Und da habe ich, der Mann wollte seinen Reifen wechseln, hing aber unter dem Auto. Der hatte einen Platten. Scorsese wechselt selber seinen Reifen. Ja, es war in der Wüste und da war kein Mensch und der lag da schon stundenlang drunter irgendwie. Ja. Und war dann sehr froh, dass jemand hielt, ja. Und dass das auch einer war, der wusste, wie man Reifen wechselt. Ja. Er hat sich wahrscheinlich auch einen Drehort angeguckt, oder? Aber er hatte keinen Ersatzreifen, so habe ich die beiden dann eingepackt und wir sind dann weitergefahren, wir haben das Auto stehen lassen. Aber was ist das für ein Gefühl, wenn man in der Wüste hält, sieht zwei Beine unter dem Auto und kommt raus und sagt, oh, Herr Scorsese. Das kommt nicht alle Tage vor. Ja. Passiert Ihnen das auch noch, dass Sie dann irgendwie so innerlich ein bisschen stramm stehen oder sagen? Nee, wir hatten ihn schon mal getroffen. Also. Der ist auch. Ich kann nicht sagen, das ist ein relaxter Typ. Der ist irrsinnig aufgeregt immer. Und er kam auch ganz quirlig unter dem Auto wieder raus. Und wollte. Gebrochen, nicht gelaufen. Nein, gar nicht. Ja. Der springt ja immer noch. Ja. Und hat dann auch mir gleich die Regie übergeben für das Reifenwechseln. Aber. Dann habe ich dann schnell rausgekriegt, der hat keinen Ersatzreifen, das hat eh keinen Sinn. Ja. Und dann sind wir weitergefahren. Und jetzt machen Sie also diese Blues, das heißt, Sie nehmen sich zwei oder drei Musiker vor, die Sie besonders gut finden? Zwei meiner Helden, ja. Wer ist das? Die sind schon lange tot, der eine heißt Skip James, der andere J.B. Lenoir und die sind beide sehr verkannt und arm gestorben. Und dann holen Sie ein Dokumentarmaterial über die aus dem Archiv? Ich habe Sachen gefunden, die noch niemand gesehen hat. Die sind so in Amerika auch kaum zum Zug gekommen. Ich habe vom J.B. Lenoir Material gefunden aus dem DDR-Fernsehen. Würde man auch nicht direkt vermuten. Die haben den gefilmt, weil der damals sehr kritische, als Schwarzer, unerhört, damals Mitte der 60er Jahre sozialkritische Texte über den Vietnamkrieg und so. Und die haben den natürlich geholt und dann hat er erzählt. Sie machen auch sehr viele Werbespots? Hin und wieder. Das waren schon große. Ja, ja. Ich habe auch fürs Kino schon welche gemacht. Das ist immer schöner als fürs Fernsehen, aber ja. Ich habe eine ganze Menge schon gemacht, ja. Ist es richtig, dass Sie für eine große Nudelfirma jetzt einen Spot gemacht haben, in dem die Nudel nicht zu sehen ist? Die Nudel kommt nicht vor. Das war der. Weiß das der Kunde? Der Kunde hatte mit Nudeln schon genug gedreht, auch mit Steffi Graf. Ach, Barilla. Genau. Ja. Ich wollte ja gern, dass Sie das sagen. Ja, klar, natürlich. Hauptsache, Sie kriegen das Geld. Und nee, das war schön, weil ich musste keine Nudeln filmen. Ja, was ist denn? Ich meine, wie weiß ich dann, dass ich eine Nudel kaufen muss, wenn ich das sehe? Das ist es ja gerade, das weiß man nicht. Das wird einem auch nicht gesagt. Das ist ein großartiger Kunde insofern, als Sie alle 10 Jahre einen Film machen, der nicht von Ihren Produkten handelt und wo dann am Schluss nur so ein Stempel draufsteht, Barilla. De Fellini hat mal vor langer Zeit so einen Film gemacht. Und das ist eher so ein Image-Campaign. Aha, Donnerwetter, was diese Firmen alles machen. Ist das eine italienische Firma? Italienische Firma, die verkaufen natürlich ihre Nudeln auch woanders. Natürlich, zum Beispiel in Deutschland.
Ja. Ja. Wahrscheinlich hauptsächlich. Ich ja, weiß es nicht. Ich denke schon, dass ja. Birkel nicht so viel verkauft wie Marilla. Oh, da wäre ich sehr vorsichtig. Ich esse jeden Tag Birkel. Oh, Sie, Sie sind der. Heike, Heike, Nudelkrieg. Oh. So, jetzt schauen wir mal einen Ausschnitt an. Sie haben auch ein Video gedreht. Komme ich selbst vor. Da kommen Sie selber vor, da fahren Sie durch die Wüste. Hinten die Wüste drin sitzt lebt. Bob Dylan, Wolfgang Niedecken. Das war ein ja. Und kommt das Video auch in dem Film vor? Nee, der Wolfgang war auf Entzug, weil der Film zu Ende war und er einfach weiter drehen wollte. Und dann habe ich gesagt, machen wir noch ein Video. So einfach geht das. Der Film kommt in dem Video vor, nicht umgekehrt. Aha, verstehe. Achso, der Film kommt in dem Video vor. Aber das Video wird normal in das ist, Viva und so, das wo das eben gespielt wird, ja, das, gezeigt. Das ja. ist jetzt die Weltpremiere, das hat noch niemand gesehen. Da haben wir vor 10 Minuten das online fertig. Ja, das muss man wirklich sagen. Da saß Wim Wenders hier bei uns hinten, wo die Damen von der Garderobe sitzen und hat richtig noch so an so einem kleinen Tischchen Staub hier, Work in Progress, ja? War noch nicht ganz fertig. Ja, toll. Das war auch das begeistert für die beiden Damen, das mal zu sehen, oder? Ja. So, Oscar-Nominee und sagt, stopp mal. Genau, das passiert denen auch nicht immer? Nee. Scorsese liegt bei uns öfters mal unterm Auto, aber so, dass Wim Wenders da sitzt und sich das anguckt. Wie heißt das Video? Schluss. Wie heißt der Film genau? Der Film heißt nicht Bab. Viel passiert heißt der Film. Viel passiert. Der heißt ja. auf Englisch viel schöner, der heißt Ode to Cologne auf Englisch. Ode to Cologne, ist das irgendeine Anspielung auf irgendeinem... Da sollen wir uns raushalten. Das ah, ist, Ode to Cologne, viel passiert im Kino. Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut und bis zum nächsten Film. Es ja? wird mir ein Vergnügen sein. Monsieur Wim Wenders.